Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dürfen die Küken das erste Mal raus. Wir haben jetzt den dritten Tag, also das älteste Küken ist jetzt 3 oder 4 Tage alt. Und ja, ich bin natürlich dabei und pass auf wegen Greifvögeln oder Katzen. So, hier sind sie jetzt alle. Am Anfang müssen sie sich natürlich noch daran gewöhnen, der Mutter zu folgen. Jetzt gerade, wenn das Gras ein bisschen höher ist, verlieren sie jetzt mal schneller die Mutter aus dem Blickfeld und dann wissen sie nicht mehr, was sie tun sollen. Was natürlich auch auffällt, ist, dass gerade die jüngeren Küken sehr schnell erschöpft sind. Also schon nach 10 Minuten oder so bräuchten sie eigentlich wieder eine Pause und würden sich eigentlich gern wieder unter die Mutter kuscheln und halt ein kleines Nickerchen machen. Deswegen habe ich sie auch am Anfang nicht so lange draußen gelassen, meistens so 10 bis 15 Minuten. Also jetzt gerade das Küken, was man eben links gesehen hat, ist ja das jüngste und das steht halt auch oft halt da und ist noch nicht so gierig wie die anderen, sondern eher müde. Also das Küken links. Ja, hier habe ich jetzt die Küken noch ein bisschen einzeln gefilmt. Also das hier ist ja das mittlere Küken, also Küken Nummer 3. Das ist aber das größte und das hier ist das kleinste. Also das braune Küken ist zwar das mittlere, aber das größte. Es hat aber auch das größte Ei. Und ja, also sie sind alle inzwischen schon relativ gut. Also sie folgen der Mutter schon relativ gut. Manchmal haben sie noch ein paar Schwierigkeiten, wenn die Mutter weiter weg ist, denken sie auch manchmal, dass Gerda, also das andere Huhn, was ja genauso aussieht, dass das ihre Mutter ist und dann laufen sie halt dem falschen Huhn hinterher. Aber inzwischen haben sie es kapiert. So, jetzt seht ihr gleich noch ein paar Aufnahmen, wo die Küken alle so richtig süß herrennen. Ich finde, das sieht einfach richtig süß aus, wenn sie da halt alle so losrennen. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum man nur 4 Küken sieht, das letzte hat verpasst, hinterher zu rennen. Also wie man sieht, im Moment ist es noch am Piepsen und jetzt rennt es ganz schnell los. Und jetzt ist halt auch wieder bei seiner Familie. Ja, also so sieht es jetzt im Moment aus. Bald gebe ich euch natürlich noch weitere Updates und ja. So, die Küken sind jetzt auch alle wieder im Stall, natürlich mit ihrer Mutter. Wie man sieht, haben sich 4 schon drunter gekuschelt. Und das erste Küken hat sich einfach in meiner Hand bequem gemacht. Ich finde, das ist so niedlich. Also, es schläft und ist ganz entspannt oder so. Also, es könnte weglaufen. Macht es aber nicht, sondern fühlt sich einfach nur wohl. Und das ist einfach mega süß. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.